Ja, hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist wieder Opa Helmi mit seinem Templerjäger unterwegs in Teso. Letztes Mal waren wir hier wegen dem Alchemiewerkzeug gucken. Und wir haben da auch was gefunden und wir sollten da nichts verraten. Irgendwie so war das. Jetzt schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. So viele Geschichtenstränge, die hier ineinander verwebt sind. Da weiß man nicht mehr so ganz genau. Es ging auf jeden Fall ging es ums Koma, das weiß ich noch. Upp. Jo, so noch ein bisschen hacken für den Bogen, den wir irgendwann mal bauen. Dann gucken wir mal hier die. Oh, guck mal, eine Kiste. Oh, gucken, wie gut ich noch bin. Schwierig, aber naja. Ja, geh ruhig kaputt. Das schaffen wir nicht mehr. Mist. Ah, nochmal, nochmal, nochmal. Na, komm schon. Komm schon. Geh rein da. Geh rein. Ja! Geschafft. Und was kriegen wir? Eine mittlere Kleidung, immerhin. Na, das hat sich doch gelohnt. Das ziehen wir doch gleich mal an, das gute Teil. Ah, wir haben immer noch leichte Kleidung an, ne? Fällt mir gerade auf. Natürlich. Wir haben noch gar nichts Vernünftiges an Kleidung. Was kriegen wir denn hier? Wams des Auszubildenden. Allein der Rüstungswert 700 Punkte besser. Da kann man nicht meckern. Und 8% mehr Erfahrung. Also, her damit. Ja. Guck mal. Sieht schon ein bisschen mehr aus wie Leder. Schön, 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 schön. Naja, dann haben wir das auch mal geschafft. Jetzt müssen wir mal hier gucken, wie es weitergeht. Was haben wir denn hier oben? Untersuche die Seewipern. Untersuche die Untoten. Das wäre eine tolle Auswahl hier. Das ist unsere Karte. Was ist denn das hier? Untersuche die Untoten. Okay. Dann machen wir das. Ach ja, ich hatte ja letztens erzählt, das ist ja nicht mein erster Char, den ich spiele. Keine Frage. Dann wollen wir mal eben gucken. Denn wir profitieren ja schon davon, indem wir ein Reittier haben. Einen Rotfuchs. Rotfuchs, Rotfuchs. Und wir haben noch einen Hund. Na, guck, da ist er schon. Hi, Hund. Hi, Pferd. Naja. So, da geht's ja gleich los. Ja. Weg hier. Wo wollte ich denn hin? Da wollte ich hin, ne? Die Untoten im Tempel. Genau. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Foliant. Hier liegt ein Foliant rum. Da drüben. Dann machen wir den noch eben. Bücher verbrennen. Ich erinnere mich. Was? 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 Wer ich? Oh, lass uns kämpfen. Jawoll. Ach ja, ich suche noch. Ich habe noch gar keine richtigen Fernkampfsachen. Da ist. Ich geh mit dem Nahkampf auch mal hin. Oh, siehst du wohl. Blöder Käfer. Ich habe ja noch gar nicht die ganzen tollen
Fernkampfangriffe. Ah, ein Buch. Lass es uns verbrennen. Das Ritual des Nachhilfe. Also ich lese die Bücher jetzt nicht vor, ne? Wer es lesen möchte, macht Pause, bitte lesen und weitermachen. Sehen wir mal, ob es das wert war. Das ist einfach zu viel Text. Das ist immer bei den ganzen Elder Scrolls-Spielen. Jetzt werdet ihr sterben, Sterblicher. Nicht jetzt. Niemals. Bei den ganzen Elder Scrolls-Spielen sind wahrhaft ganze Bibliotheken dabei, die man lesen könnte. Und wem das gefällt, wer das interessant findet, der kann das gerne machen, aber ich lese jetzt hier nicht ganze Bücher vor. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. So, was haben wir hier noch? Darüber könnten wir die Untoten besuchen. Na, dann machen wir das doch. Warum schießt du? Hat das einen Grund? Ach, ich liebe es rumzuballern. Aber dieses Koma-Geschichte war noch nicht beendet, ne? Also da kommt doch irgendwas. Ich muss doch noch irgendwo graben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist doch irgendwo vergraben, das Koma-Zeug. Ihr seid ja hässlich. Da geht noch was. Lasst uns hacken. Sehr schön. Jetzt hat er sich diesen Pfeil kriegt, diesen Speer, der zurückgeht. Oh, nicht, dass ich den jetzt gerade kriege. Gerade noch gesagt. Was haben wir denn da? Mittlere Schulterklappen. Die machen wir da gleich mal drauf. Da haben wir dann einen Augenblick, bitte. Gar keine. Was? Welch? Oh. Hi. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Ja. Das Leben meines Meisters ist in Gefahr. Was ist geschehen? Ich bin Teil einer Expedition vom Adlerstrand. Mhm. Als wir den Tempel der trauernden Quellen erkundeten, haben sich die Toten erhoben. Aha. Die anderen sind geflohen. Aber mein Meister ist nicht herausgekommen. Hm. Aurelion hat mich gelehrt, wann man um Hilfe bitten sollte. Also tue ich das nun. Und was soll ich Zwei tun? Zwei magische Schutzzauber versiegeln den Tempel. Einer ist mit dem Zeichen eines Skorpions versehen, der andere mit dem einer Spinne. Mhm. Wenn ihr die Untoten fernhaltet, während ich die Schutzzauber breche, ja, können wir gemeinsam nach Aurelion suchen. Okay. Wie wäre es damit? In Ordnung, ich werde euch helfen, die Schutzzauber zu brechen. Die Folianten und so, das können wir immer noch machen. Ich bezweifle nicht, dass Aurelion auf sich aufpassen kann, aber wenn er da drin gefangen ist, dann müssen wir ihn rausholen. Und warum wart ihr im Tempel? Mein Meister und ich hatten nach dem Schiffbruch wenig zu tun. Als die Einheimischen einen Tempel erwähnten, dessen Brunnen nie versiegen, haben wir sofort Nachforschungen angestellt. Eyalziel hat natürlich darauf bestanden, sie anzuführen. Natürlich, Eyalziel hat den trauernden Stein am Adlerstrand studiert. Ah, also habt ihr ihn schon getroffen. Mein Meister nennt ihn Aaltöter, wegen irgendeines Experiments, das vor vielen Jahren fehlgeschlagen ist. Natürlich. Aurelion dachte, man könnte damit das Wetter kontrollieren und vielleicht sogar einen weiteren Orkan verhindern. Eyalziel war natürlich anderer Meinung. Er bestand darauf, ihn am Adlerstrand weiter zu untersuchen. Ihr habt sicher gemerkt, ich habe gerade auch immer auf die Maus geklickt und da ist der halbe Text verschwunden. Tut mir leid. Naja, gut, machen wir weiter. Eben aufleveln und dann gehen wir ihr mal eben kurz helfen. Gucken, was wir da machen können. Der Dädrische Burschbär, den haben wir immer noch nicht. Die will ich nicht. Die will ich auch nicht. Ach, dann machen wir mal die Heilung. Heilung ist immer gut. Heilung ist immer gut. Die legen wir mal direkt auf 5.
So, dann haben wir noch, was haben wir denn hier noch? Attributspunkt. Im Augenblick zaubern wir viel, also machen wir mal Magika. Okay. Haben wir noch irgendwas, was wir anziehen könnten oder so? Nicht, dass ich wüsste. Nö. Okay, dann gucken wir mal. Mädel. Wohin denn? Der Hof des Tempels. Ich denke mal, das wird sein. Dann lass uns mal dahin. Kommt ihr? Ah, ihr kommt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ihr seid so jawohl kunstvoll gefertigt. Ja, du. Wer bist denn du? Geht um. Ihr seid hier nicht willkommen. Ja, das glaube ich. Und wer seid ihr? Und was seid ihr? Ich bin, was auch immer ich sein möchte. Ich wechsle den Körper wie die Hochelfen ihre Kleidung. Mhm. Auch wenn die Leichen in diesem Tempel meine Garderobe etwas einschränken. Natürlich. Was schert es euch? Warum dringt ihr hier ein? Wir suchen einen Mann namens Rurelion. Ah, der Name meiner jüngsten Gewandung. Ah. Sein Fleisch hängt etwas schlaffer ab. Aber die Kraft in seinen Knochen erinnert mich an meine Jugend. Mhm. Und die Roben. Ich hatte ganz vergessen, wie sich Seide auf neu gewonnener Haut anfühlt. Was habt ihr Rurelion angetan? Du Schuft. Haha. Betrete diesen Tempel und seht selbst. Okay, das mach ich. Was für eine lobenswert aufrechte Haltung. Euch könnte ich ganz sicher im Herbst tragen. Was Rurelion angeht. In ihm zeigt man sich am besten nur bei Voll- oder Neumond. Lasst Rurelion sofort frei, oder ich spuck dir ins Auge. Ich bin das hier leid. Geht oder sterbt. Mir ist es einerlei. Was? Das kann nicht gut sein. Wir müssen diese Schutzzauber schnell brechen. Ja, ja, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Hallo, Wauzi. Du bist ein schöner Mischling. So, dann gucken wir mal. Also mal eben schnell, das kenne ich hier in dem Spiel. Das ist immer so eine Sache. Mal eben schnell, bist du mal eben schnell tot. Gut, da war da was. Na, siehst du wohl. Mhm. Hier muss ich irgendwo hin. Hier geht's irgendwo rein. Wo geht's denn hier rein? Diesen Nahkampf-Skill. Na, irgendwie bin ich hier falsch. Ich muss zurück. Irgendwo muss ich hier reingehen. Hm. Oh. Die sind so dünn und knochelig. Die sieht man kaum. Jui, schöner Skill.
da muss ich noch nicht hin. Da muss ich wahrscheinlich gleich hin. Wenn ich die... erstmal hier. Hier hoch. Hier ist es. Hier. Komm mit. Folge mir. Wo bist denn du? Da. Okay. Zauber. Fließt durch ihre Beute. Der Zauber wird uns nicht lange abhalten. Cool. Gibt's hier jemand? Dann machen wir den zweiten Schutzzauber auch noch weg. Da, ja, Schutzzauber da. Also irgend so ein Ding mit Podest mit Treppe hoch, garantiert. Hallo Freund. Gut, dass du im Lahmen bist. Ja, du bist ja eine große Hilfe, Mädchen. Ja, genau. Ach, nice Zauber. Schutzschilder da, Eis. So. Hier stehen 1000 Stück rum. Da wird da so einer. Na, mach den weg jetzt, da ist Eiskram da. Arschkalt. Du hast nicht das Gefühl, du müsstest mitkämpfen, oder? Lass mich das mal machen. Ich muck das schon. Keine Sorge. Oh, da steht noch einer. Okidoki. Dann komm, du machst wenigstens das hier wieder. Und dann komm. Oh, da steht noch einer. Du heilst mich, du bist ja voll nett. Magiker war schon ganz gut, dass ich das gemacht habe. Ist das der, ja. Ja, was hast du dabei? Ein Schild. Oh, ich brauche dringend ein Schild. Ach, nicht so schnell. Die Spinne webt ihr Netz um ihre Beute. Genau. Achtet auf Untote, ich werde den Schutzzauber unterbrechen. Ja, unterbrich mal den Zauber. Und jetzt müssen wir bestimmt dahin, wo ich vorhin, wo die beiden davor standen, wo ich gesagt habe, da müssen wir noch rein. Habe ich recht oder habe ich recht? Tempelkatakomben, sag ich doch. Die Tempelkatakomben, wir kommen in die Tempelkatakomben. Jupp. Ah, dann ballern wir noch. Ah, gut, dass du heilst. Auch heilt, das wird ja nicht. Ach Mensch, ey, alles Bogenschützen und ich krieg keinen neuen Bogen von denen. Das ist ja doof. Das ist ja ein bisschen doof, ne? Ich hätte ja gerne einen Bogen gekriegt. So. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Zeremonienstein der Vollmonde. Okay. Oh, hier gibt es ganz viele. Zunehmender Mond, abnehmender Mond, Neumond. Und wie fängt's an? Da. Also, Neumond, dann der, was ist denn das gewesen? Auf jeden Fall der gelbe Mond oben,
unten dann ganz voll und dann der gelbe Mond unten. Okay. Also erstmal den hier. Dann der gelbe Mond oben. Das war nicht der, das war der. Dann beide. Und dann der gelbe Mond unten. Und dann kommen keine Todesstrahlen. Die Barriere wurde zerstört. Haha. Bevor wir weitermachen, muss ich mit euch sprechen. Ja. Als wir den Tempel betraten, hat das Skelett angedeutet, dass Rorelion in großer Gefahr sei. Ja. Ich werde nicht zulassen, dass mich vage Drohungen von meinem Meister fernhalten. Aber Rorelion ist zu wichtig, um ihn zu verlieren. Vielleicht sollten wir nachdenken, bevor wir handeln. Ja, das sollte man grundsätzlich immer machen. Das ist eine gute Idee, wirklich wahr. Warum ist Rorelion so wichtig? Das Dominion vertraut auf Rorelion wegen seiner klaren Urteilskraft. Er hat zahlreiche Schüler in den Wegen der Magiker unterwiesen, darunter auch einige Berater der Königin. Seine Rolle in dieser Invasion ist von alles entscheidender Bedeutung für unsere zukünftigen Erfolge. Tolle Geschichte. Wenn ihm irgendetwas zustoßen würde. Ja, dann. Ich werde tun, was ich kann, um Rorelion zu beschützen. Aber was dann? Vielen Dank. Ach, wir sollten bitte weitergehen. Okay. Na, da, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Mein Lieber. Wir haben den trauernden Stein auf diesem Podest gefunden. Wartet! Das ist Rorelion! Aha. Was macht er dort oben? Weiß ich doch nicht. So große Ohren und ihr hört immer noch nicht zu. Vielleicht braucht ihr ein paar Veränderungen. Hm? Es gab eine Zeit, in der der Klang von Uldur den Schrecken Tausender bestimmte. Ja, ich erinnere mich. Wer ist Uldur? Nun, das bin ich. Ach so. Ich bin Uldur. Ich dachte, du bist... Ich sehe schon, dass euer Dominion nichts über mein Volk lehrt. Mhm. Ich sollte nicht über euer Unwissen klagen. Ihr Narren habt Jahrhunderte der Gefangenschaft beendet, als ihr den trauernden Stein entfernt habt. Und was genau ist der trauernde Stein? Kümmert euch nicht um diesen verfluchten blauen Stein. Natürlich nicht. Ich bin im Begriff, die volle Pracht und Herrlichkeit meiner Garderobe wiederherzustellen. Ja. Schaut euch Rorelion an. Was für eine Leuchtkraft. Ich könnte mehr wie ihn gebrauchen, aber für den feinsten Mantel muss man oft einen ganzen Ballen Seide vernähen. Du bist ein Schneider, oder? Also ich würde sagen, lass Rorelion sofort frei. Ich glaube, ich werde ihn behalten. Zumindest so lange, bis mein Beschwörungsritual ihn aufgezehrt hat. Natürlich. Wisst ihr, Untote sind alle so. Fahlgelb. Mhm. Aber ich bin gern bereit, mich in hunderte von schäbigen Lumpen zu hüllen, wenn ich dadurch nur an die farbenfroheren Gewandungen am Adlerstrand komme. Das kann ich euch nicht tun lassen. Dann ertränkt in einem Meer aus Knochen. Jo. Lasst Rorelion jetzt in Ruhe. Wir müssen das Beschwörungsritual unterbrechen. Ich werde die Knochenhaufen zerstören, wenn ihr die Untoten in Schach haltet. Ja, ich? Was? Da sind... Ja, auch egal. Okay, wir machen es jetzt hier... Es wird einen Moment dauern, den Zirkel zu schwächen. Haltet die Untoten von mir fern. Dafür ist der Nahkampfskill natürlich toll. Fertig? Man braucht nicht viel machen. Und hopp. Aha, okay. Also noch zweimal dasselbe. Und wo kann sein, nur einer.
bisschen wenig gewesen, nur einer. Kann mal einer von euch einen Bogen dabei haben? Ein Ring. Oh, was tut denn der? Magika. Ja, den nehmen wir doch mal. Den nehmen wir doch mal gerne. Mehr Magika kann ich schaffen. Ein letzter Zirkel. Ja, sag wir ich ja. Wir können es schaffen. Ja, wir müssen es schaffen. Wir mucken das schon. Hilft meinem Meister. Ich bin direkt hinter euch. Ja, ja, mach dich an. Ich werde es schon schaffen. Wartet, bitte. Ich werde es schon schaffen. Was? Macht euch um mich keine Sorgen. Nee. Ich werde es schon schaffen. Okay. Ich werde es schon schaffen. Ja, ja. Macht euch um mich keine Sorgen. Nee, mach ich nicht. Macht euch um mich keine Sorgen. Nee, mach ich nicht. Wartet, bitte. Was? Wartet. Bitte. Wow. Was los macht mit dir? Euch um mich keine Sorgen. Was? Ich werde es schon was schaffen. Ist mit dir los? Oh wartet, Gott. Bitte. Ich glaube, du bist ein bisschen durcheinander. Aua. Uldur, verschwindet aus meinem Körper. Jetzt. Autschen! Ruhe! Niemand befehligt Uldor! Was? Was ist denn hier los? Ja, ja, die kommt überhaupt nicht mehr klar da hinten. Ich geh mal hier hinterher, mal gucken. Die wird sich schon wieder einkriegen. Unglaublich. Macht euch wirklich keine Sorgen. Hab ich eh nicht gemacht. Eieieiei. Oh, hier sind ja Kirchen. Nee. Ach komm, ja. Auch kein Bogen. Hier vielleicht? Oh, das nehmen wir mal mit. Irgendwas Blaues. Kann so schlecht nicht sein. Blau ist nie schlecht. Dann machen wir hier hoch, damit ich hier durch kann. Ich kann nur sagen euch, bei den Tränen der zwei Monde kehrt zu eurem Gefängnis zurück. Ach, das wird mich nicht lange gefangen halten. Ah. Ihr seid mit Gadwin verbündet, nicht? Deaktiviert diese Fallen, damit sie sicher zu uns gelangen kann. Echt? Wie denn? Wo denn? Hier. Trotz all meines Wissens war der Einfluss von Uldur auf mich vollkommen. Ohne euer rechtzeitiges Eingreifen wäre ich wenig mehr als eine Marionette. Seid ihr verletzt? Nur mein Stolz ist etwas angekratzt. Ja, ja. Aber wir haben ein dringenderes Anliegen. Mhm. Als Uldur meine Gedanken las, konnte ich auch seine lesen. Er hat vor, noch vor dem nächsten Morgengrauen Kenatis Rast mit einer Horde von Untoten zu überrennen und zu versklaven. Aha, wie ist das möglich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uldur war ein mächtiger Maorma-Zauberer, der gelernt hat, wie er seinen Geist von seinem Körper trennen kann, und zwar selbst noch nach dem Tod. Er kann hunderte von willenlosen Formen gleichzeitig tragen. Mhm. Zum Glück kenne ich seine Schwäche. Natürlich. Was für eine Schwäche hat er denn? Der endlose Wasservorrat des trauernden Steins hat den Geist von Uldur an seinen Körper gebunden
Als Ealzil den trauernden Stein aus dem Tempel entfernt hat, hat er damit Uldur befreit. Ja, das wusste ich ja schon. Wieder einmal bedeuten die schlampigen Methoden von Ealzil beinahe meinen Tod. Mhm, und wie können wir das Gefängnis von Uldur wieder... Diese Edelsteine bündeln die Kraft des trauernden Steins. Uldur hat sie mich aus seinem Grabmal entfernen lassen. Ich schlage vor, dass Gadwen den trauernden Stein vom Adlerstrand zurückholt. In der Zwischenzeit können wir das Gefängnis von Uldur instand setzen. Ganz einfach. Ich bin bereit. Ich weiß, was ihr plant. Ich werde nicht zulassen, dass ihr euer Leben wegwerft. Wie jetzt? Aurelion will, dass Uldur ihn in Besitz nimmt. Sie werden beide für immer in diesem Grab eingesperrt sein. Aber so muss es nicht sein. Sperrt mich darin ein. Ich mache mir um dich keine Sorgen, oder? Warum solltet ihr den Platz eures Meisters einnehmen? Aurelion ist zu wichtig für das Dominion, als dass er verloren gehen darf. Sehr edel, sehr edel, Mädchen. Außerdem haben wir beide doch gesehen, wie sehr das Beschwörungsritual meinen Meister geschwächt hat. Sehr edel von dir, sehr dumm. Dumm, dumm, dumm. Mir gefällt das nicht. Bitte helft mir, Aurelion zu überzeugen. Ich werde mich gerne in diesem Grab mal einsperren lassen, um meinen Meister zu verschonen. Uldur ist eine Gefahr für die gesamte Insel. Ich muss erst die Meinung von Aurelion anhören, bevor ich eine Entscheidung fälle. Und was sagst du dazu? Wir sollten uns beeilen. Uldur wird nicht lange gefangen sein. Gadwen möchte euren Platz einnehmen. Ach, das ist Wahnsinn. Ich habe schon so viele Sommer erlebt. Meine größte Leistung war es, Gadwen zu jemandem aufblühen zu sehen, der meine eigenen Taten in den Schatten stellen wird. Nein, sie muss den trauernden Stein zurückholen. Wir beide sollten uns Uldur stellen. Ich brauche einen Moment, um darüber nachzudenken. Und wie wir uns entscheiden werden, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht's gut. Bis dann, euer Opa Hilmi. Schönen Tag noch. Ciao.